SPD-VP erteile das Wort an Fraktionsvorsitzenden Dr. Rühlke. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das für die Menschen in diesem Land momentan überragend wichtige Thema ist das Thema Sicherheit, ist das Thema Zukunftssorge, wie geht es weiter, ist das Thema, ist diese Landesregierung in der Lage und dazu bereit, die Sicherheit zu gewährleisten, die die Menschen im Moment haben möchten, die notwendig ist, um das Vertrauen auch in die Politik, wie sie im Landtag von Baden-Württemberg im Moment repräsentiert ist, zu erhalten und nicht darauf zu setzen, irgendwelche Radikalen hier zusätzlich hineinzuwählen. Und wenn man die Frage stellt, werden Sie dem gerecht? Da muss man auch fragen, ob die Innen- und Sicherheitspolitik in diesem Land entsprechend agiert. Und wenn ein Innenminister einen Teil aus einer Kriminalitätsstatistik herauszieht, der ihm gerade passt, weil er der Meinung ist, die Zahlen sind gerade günstig, und das dann der Bevölkerung vorliegt und alle anderen Zahlen zurückhält und erklärt, das präsentiere ich dann erst nach der Wahl, dann ist das ein Taschenspielertrick und das Gegenteil von dem, was in einer solchen Situation notwendig ist, meine Damen und Herren. Ich fordere Sie auf, Herr Minister Gall, legen Sie diese Zahlen vor, noch vor der Wahl. Nur so schafft man Vertrauen. Ihre Taschenspielertricks sind mittlerweile von der Öffentlichkeit durchschaut worden. Das gilt auch für Ihre Polizeireform. Das ist das Gegenteil von dem, was notwendig ist. Die Polizeigewerkschaft hat Sie Ihnen ja neulich ins Stammbuch geschrieben. Der Vorsitzende der Polizeigewerkschaft hat gesagt, dieser Innenminister hat einen gesunden Patienten auf den Operationstisch gelegt und ein kranker Mann ist aufgestanden. Besser kann man es gar nicht formulieren, was Sie angerichtet haben mit Ihrer Polizeireform. Nicht besser sieht es aus bei der Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Da sitzt der Verkehrsminister, der in Interviews das Auto verteufelt, der dann erklärt, künftig müsse kein vernünftiger Mensch mehr sich ein Auto kaufen. Ja, das ist das, was wir brauchen am Automobilstandort Baden-Württemberg und am Standort der Automobilzuliefererindustrie. Und nicht besser sieht es aus beim Ausbau der Infrastruktur. Deutlich weniger, fast im Promillebereich im Vergleich zu Bayern, stellen Sie Haushaltsmittel ein zum Ausbau der Breitbandinfrastruktur. Dafür mischen Sie sich mit Gesetzen wie dem Bildungszeitgesetz dort ein, wo der Staat nichts verloren hat. Unsere Wirtschaft, unser Mittelstand in Baden-Württemberg ist selbst dazu in der Lage, für die Fortbildung zu sorgen. Das wird Tag für Tag vom Mittelstand in Baden-Württemberg bewiesen. Da können Sie sich raushalten. Konzentrieren Sie sich auf die Infrastruktur, wo es notwendig ist, auf den Ausbau der Verkehrs- und Breitbandinfrastruktur. Und Herr Kollege Schmiedl, Sie haben sich gerade gerühmt für Ihr tariftreue Mindestlohngesetz. Auch so ein bürokratisches Monstrum. Und das ist übrigens nicht das, was ich sage, sondern was die Kronzeugen sagen, die die Kollegin Sitzmann heute schon zitiert hat, der Handwerkstag. Also wenn man Ihnen zugehört hat, Frau Kollegin Sitzmann, dann muss die baden-württembergische Landespolitik immer das machen, was das Handwerk sagt. Ja, dann müssen Sie aber dieses tariftreue Mindestlohngesetz abschaffen. Das hat Ihnen nämlich der Handwerkstag ins Stammbuch geschrieben, meine Damen und Herren. Wir haben jetzt ein Tariftreue, ein Mindestlohngesetz, allgemein flächendeckend von Frau Nahles. Da wissen Sie jetzt nicht so richtig, was Sie damit anfangen sollen in Berlin. Nicht? Die Union sagt, das muss man aussetzen für die Flüchtlinge. Die SPD sagt, nein, das ist heilig. Und dann kommt die Frau Nahles um die Ecke und will massenhaft 1-Euro-Jobs. Ja, ist ja so, Herr Kollege Fulsbley, von den 8,50 Euro will Frau Nahles nicht runtergehen, aber 1-Euro-Jobs sind recht. Das zeigt, wie verkehrt und wie verquert die Debatte ist bei Ihnen, meine Damen und Herren. Und wir brauchen kein Tariftreue- und Mindestlohngesetz in Baden-Württemberg, wenn wir ein Mindestlohngesetz von Frau Nahles haben. Das haben Ihnen alle Verbände bis auf einen ins Stammbuch geschrieben und die Begründung, dass dieses Gesetz weiter existiert ist, ein Verband will's. Sagen Sie noch einmal was über Klientelpolitik, meine Damen und Herren. Und wenn Sie
Frau Kollegin Sitzmann, auch das gehört zur Infrastruktur, sich rühmen für die Windräder, die in Baden-Württemberg angeblich an den Start gehen. War ja interessant zu sehen, Ihre Ausführungen. Sie haben darüber gesprochen, welche Windräder genehmigt sind, welche Windräder angeblich im Bau sind. Aber eine Zahl haben Sie vermieden, nämlich die Zahl der Windräder, die Ihre Landesregierung zustande gebracht hat, Frau Sitzmann. Das haben Sie wohlweislich verschwiegen, diese Zahl, weil Sie sind nämlich in dem Bereich gescheitert auf der ganzen Linie. Und Sie haben, Frau Kollegin Sitzmann, das hohe Lied auf die Gemeinschaftsschule gesungen. Die Gemeinschaftsschule, das sei das Erfolgsmodell. Es gibt ja da so die eine oder andere Untersuchung, die das Gegenteil besagt. Aber das wischen Sie ja weg und sagen, das funktioniere prima. Ich sage Ihnen, dieses Modell steht unmittelbar vor dem Scheitern. Sie legen doch selber die Zahlen vor, wonach nicht einmal 10% der Kinder mit Gymnasialempfehlung auf die Gemeinschaftsschule gehen. Nach der eigenen Ideologie, die Sie vorgestellt haben, kann dieses Modell dann nicht funktionieren. Und wie reagieren Sie darauf? Durch eine Politik der Nadelstiche. Das war ja das Stichwort der Diskussion, die wir bei den freien Schulen hatten. Eine Politik der Nadelstiche gegenüber allen anderen Schulen, um die Leute in die Gemeinschaftsschule zu zwingen. Das ist die falsche Politik, meine Damen und Herren. Hören Sie damit auf, damit machen Sie vor allem auch die berufliche Bildung kaputt. Die Realschulen haben Sie, Herr Kollege Fulsbley, versucht kaputt zu machen und Sie haben es nicht geschafft. Und weil Sie es nicht geschafft haben, machen Sie jetzt diese Politik der Nadelstiche, meine Damen und Herren. Und ein letztes, Frau Kollegin Sitzmann, Sie haben festgestellt, es gäbe keine Wechselstimmung in diesem Land und berufen sich auf Umfragen. Wenn dem so ist, Frau Kollegin Sitzmann, warum hat dann Ihre Regierungskoalition in diesen Umfragen keine Mehrheit mehr? Und jetzt weiß ich auch, wie dieser freudsche Versprecher zustande kam mit dem 18. Februar. Dieses Datum haben Sie offensichtlich fix im Blick, weil Sie genau wissen, dass das der letzte Plenartag ist, der dieser Regierungskoalition beschieden ist. Für die Landesregierung erteile ich das Wort Herrn Finanz- und Wirtschaftsminister Dr. Schmidt.